Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner. Heute besuche ich den Kräuterwastl und ich bin in Mayern in seinem Kräutergarten hier in der Nähe der Mangfall. Also die fließt hier vorne runter. Und jetzt frage ich ihn mal, was er uns von Kräutern und Ppflanzen weitergeben kann oder weitergeben möchte. Kräuterwastl, wie ist es denn eigentlich mit Brennnesseln? Brennnessel, sagt man ja, die seien entwässernd, aber was hat ihm noch für eine Wirkung, die Brennnessel? Die Brennnessel hat mehrere Wirkungen. Die Verwenden kann man die komplette Pflanze von der Wurzel bis rauf zur Frucht, bis rauf zur Blüte. Mhm. Man kann alle Teile hernehmen. Die Erkenntnisse über Brennnessel, die sind uralt. Wenn man mit der Wurzel anfängt, dann gibt es etwas Besonderes. Ich nehme die Wurzel raus, wasche, Wurzelbürste und dann nehme ich Weingeist. Manche nennen das Alkohol. Ich nehme den Weingeist her und schneide die Wurzel auf, gib's da rein und der Weingeist zieht mir die Inhaltsstoffe von der Wurzel raus. So, und diesen Auszug, den kann ich jetzt hernehmen, abseihen und dann kann ich meine Haarpflege betreiben. Ja, und da gibt es natürlich große Erfolge, weil die Wurzel der Brennnessel die Durchblutung am Haarboden fördert und dann eine gute Durchblutung, das lässt die Haare nicht vorzeitig ausfallen. Sie finden im Boden, in der Haut einen Halt und das ist wunderbar. Allerdings gibt es einen Warnhinweis. Nämlich? Ja, schmier dir diese Brennnesselauszug nicht ins Gesicht. Schaust aus wie ich. Ja, das wäre toll. Das wäre wirklich schön, wenn man sich jetzt so leicht. Naja, aber jetzt angenommen, man wohnt in München in der Innenstadt oder man wohnt jetzt einfach in der Stadt, ist ja wurscht, in irgendeiner Stadt. Und wo kriegt man den frischen Brennnesseln her? Das ist gar nicht so leicht. In der Stadt, man hat viele Vorteile, aber auch bestimmte Nachteile. Wenn der Städter, und das macht er oft, dass er zu uns aufs Land kommt, dann sollte er sich ein Kerwel mitnehmen, sollte an dem Waldrand schauen, wenn er eine Brennnessel sieht. Mhm. Dann sollte er vielleicht eine Schar mitnehmen und soll sie was runterschneiden. Ja. Manchmal brennen sie vielleicht sogar. Er kann diese Pflanze sammeln und er kann sie dann in seinem Lebensraum, Wohnung, er kann sie trocknen und wenn sie optimal getrocknet ist, kann er sie in einem Glas aufbewahren. Mhm. Und dann kann er sich daraus zum Beispiel einen Tee machen. Genau. Aber noch besser ist, wenn man zum Beispiel die Früchte der Brennnessel, wenn man die runterstreift, sie auslegt, dann kann man sie als Gewürz verwenden, ähnlich wie Pfeffer. Ohne dass sie so besonders scharf sind, aber sie sind eine eigene positive Würze für die Salate, für die Soße und für die Suppen. Aha. Und du hältst jetzt nichts davor, dass man die irgendwie in so Kräuterläden kauft, sondern man soll die immer selber Das muss ja jeder selber entscheiden, weil es gibt Kräuterläden, die ehrlich sind und ich kenne sie nicht alle. Also ich selber versuche das meiste, also das allermeiste selbst zu pflücken und sollte mir eine Kräuterlein einmal ausgehen, dann gibt es für mich nur einen Weg und das ist die Apotheke. In der Apotheke. Nur das ist die Apotheke. Und wie gesagt, die Pflanze kennenlernen, sie berühren, sich sicher sein und dann richtig anwenden, genau das ist das, was ich als Kräuterpädagoge, als Kräutermandl vermitteln kann. Mhm. Die Menschen sollen sicher sein und sollen das genau auch zielgerichtet anwenden können zur Unterstützung. Alle diese Kräuter, alle diese wertvollen Stoffe aus der Natur sind, ich sage das in Anführungszeichen, Therapiebegleiter. Mhm. Sie ersetzen oft nicht den Weg zum guten Arzt und zum Heilpraktiker. Ja. Das muss man sagen. Und wenn man Erfahrung hat, dann sucht man sich diese Pflanzen, spricht vielleicht mit seinem Therapeuten drüber. Und manche Therapeuten kommen zu mir und sagen, was hältst denn du davon? Ist so. Ja. Und sag mal, jetzt zum Beispiel, was gibt es denn für Kräuter, um seine Abwehrkräfte zu stärken? Was sollte man denn da für Kräuter sammeln? Immer, oder die Frage, Kräuter,
die speziell das Immunsystem stärken. Ja. Die Palette ist enorm lang. Aha. Manchmal ist es zum Beispiel eine Kombination von Kräutern. Ich nenne jetzt da ein kleines Beispiel. Das, was die wenigsten Leute wissen, ist zum Beispiel ja, der Baumblättersalat. Der Baumblättersalat. Richtig, genau. Und zwar, wenn im Frühjahr, jetzt sind wir ja schon fast im Herbst, wenn im Frühjahr die Baumaustreibung,